Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum 26. Teil meiner Coloring Book Collection. Und heute möchte ich starten mit diesem wunderschönen kleinen Neuzugang. Und zwar ist es Lacey Sunshine's All About Rory, Volume 12. Und ja, ich habe schon einige Malbücher aus dieser Reihe. Aber ich finde die süßen kleinen Mädels mit diesen Riesenaugen super süß. Ich mag Heather Valentines Style einfach unglaublich gern. Und ich blätter mal ein wenig für euch durch, damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt. Ich finde, diese Malbücher eignen sich auch unglaublich gut, um zu üben, Kleidung zu kolorieren und auch Haare. Und für zwischendurch sind das richtig schöne kleine Motive. Voll niedlich mit den Süßigkeiten hier. Genau. Als nächstes habe ich wieder einen japanischen Schatz für euch, und zwar ist es Animal Parade bei Ikoneko. Und das Buch beginnt, wie es üblich ist, bei den japanischen Malbüchern mit ein paar Tipps und Tricks. Das Papier ist, glaube ich, nicht ganz so einfach zu handeln. Es ist sehr glatt und ja, es fühlt sich ein bisschen wachsig an. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Motive einfach super niedlich, auch wenn sich die Figuren im Laufe des Buches auch in ihrer Darstellung des Öfteren wiederholen. Sehr interessant finde ich auch die unterschiedlich farbigen Outlines. Und ja, super, super süße Eichhörnchenpilze. Damit hascht man mich natürlich sofort. Süße Kätzchen, süße freche kleine Kätzchen. Ja, wunderschönes Malbuch. Lädt zum Träumen und Verweilen ein. Und hier zum Schluss hat man nochmal einseitig bedruckte Motive. Da kann man dann nochmal ein Stück weit mutiger sein, was die Medien betrifft. Genau. Und nun habe ich einen ganz, ganz tollen neuen Schatz hier für euch, und zwar ist es Mysteria von Anastasia Ellie Kolorova. Und ja, ich bin schwer, schwer, schwer verliebt in dieses Malbuch. Es ist unglaublich schön einfach, ne? Diese feinen Linien und diese super schön ausgearbeiteten Frauenfiguren, die haben es mir halt echt angetan, auch wenn ich großen Respekt davor habe, sie zu kolorieren, weil ich sie einfach nicht versauen möchte. Aber ach, es ist einfach auch so toll, sich diese Bilder anzugucken und so vorzustellen, dass man sie irgendwann mal kolorieren wird. Wie immer hat Anastasia großen Wert auf die Papierqualität gelegt. Das ist super schönes, dickes, angenehmes Papier. Es fässt sich echt toll an und lädt noch mal mehr dazu ein, hier kreativ zu werden. Ein Mädel schöner als das andere. Ein Traum, echt, wirklich. Ich bin ein großer Fan von ihrer Kunst. Auch Dragon Dreams ist eines meiner absoluten Lieblingsmalbücher. So.
Und weil wir bei heute irgendwie bei hübschen Mädels und Frauen viel sind, habe ich hier noch mal auch noch mal einen Neuzugang von Ja, das Hammer. Und zwar ist es Cover Girls. Und ja, wie man sich unschwer vorstellen kann, stehen hier mal wieder Manga Ladies und Manga Fantasy Mädels im Vordergrund. Wie immer bei den Malbüchern von Ja, das Sommer sind alle Motive doppelt im Buch enthalten. Und man kann sich hier mit viel, viel Fantasie auch mal versuchen, an größeren Flächen versuchen, ne? Die Gesichter sind relativ groß. Echt schönes Malbuch. Ja, hier beginnt es dann auch schon. Mit der zweiten, mit den zweiten Motiven. Super schönes, dickes Malbuch. Jetzt habe ich ein Malbuch für euch, welches schon etwas länger bei mir im Regal steht. Es ist nicht wirklich dick, auch das Papier ist sehr, sehr dünn. Und dann auch noch von beiden Seiten bedruckt. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich seinerzeit recht schnell schwer verliebt in dieses Malbuch, weil auch hier wieder super hübsche Manga-Mädels sind. Und ja, es ist halt so Märchen, ne? Es sollen so Märchen darstellen. Und ich kenne sie nicht alle. Dunkey Skin zum Beispiel sagt mir überhaupt nichts. Aber andere wiederum. Ja, Hänsel und Gretel, klar, wir haben gerade schon gesehen, die Schöne und das Biest. Da müsste ich tatsächlich mal googeln, oder wenn ich es dann koloriere, würde ich auch tatsächlich googeln, was es mit diesen einzelnen Märchen auf sich hat, um mich dann auch inspirieren zu lassen. Rapunzel, naja, klar, die kennt man natürlich. Auch ein süßes kleines Malbuch. Oh, das ist auch super, super schön, dieses Malbuch. Auch nicht sehr dick, aber ich finde es toll. Es ist Legend Niveau von Herb Lyonnais. Und ja, hier geht es auch um ja, Gottgestalten und Waldgeister und ja, Fantasy halt einfach auch, ne? Und ich mag diesen Stil halt einfach auch voll gern. Auch wenn dieses Malbuch für mich ebenso eine Herausforderung darstellt. Aber ohne Herausforderungen und Challenges kann ich mich auch nicht weiterentwickeln. Von daher wird es die Zeit kommen, wo ich mich dann daran traue. Hier in der Mitte. Kann man das einmal aufklappen und dann sieht man die ganzen ja, wichtigen Figuren um Lancelot und Excalibur. Merlin. Sehr, sehr cool. So, und das nächste große Augenmädchen-Malbuch ist Alice and the Looking Glass Coloring Book bei Cheri Baldi. Ist bisher tatsächlich mein einziges Malbuch von ihr, weil ich, ja, ich habe dieses Malbuch halt gekauft wegen dem Alice-Theme, ne? Ich liebe Alice und von daher konnte ich nicht widerstehen. Auch hier kann man sich schön daran versuchen, Haare zu kolorieren und auch Kleidung zu schattieren. Und ich merke gerade, ich betrachte diese Art von Malbüchern tatsächlich oft als kleines
Übung, kleine Übungsstunde für mich, um sich vielleicht auch an neuen Medien oder anderen Buntstiften zu versuchen, die man sonst noch nicht so oft in den Fingern gehabt hat oder vielleicht auch noch gar nicht. Ansonsten auch sehr cute, sehr niedlich. Und nun kommen wir zu meiner Hannah Lynn Collection. Und anfangen möchte ich mit Enchanted Halloween. Und ja, Hannah Lynn ist, denke ich, sehr vielen ein Begriff. Sie ist ja auch sehr beliebt und bekannt. Sehr bezeichnend sind für Hannah Lynn vor allen Dingen die scharfen, dicken, schwarzen Outlines. Was für mich tatsächlich auch immer ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, ungewohnt ist. Aber auch das hat sicherlich an der einen oder anderen Stelle seinen Charme. Ja, und die Mädels sind halt einfach auch super niedlich, ne? Man kann ja auch ganz, ganz toll üben, die Augen lebendig zu gestalten, ne? Mit Sparkles und was weiß ich nicht alles. Naja, das ist jetzt hier das Halloween Coloring Book. Auch hier sind alle Motive doppelt drin, meine ich. Ja, genau, sie sind immer zweimal hintereinander. Also falls da mal irgendwie was schief gehen sollte, dann ist das nicht so dramatisch. Man kann sich dann direkt an der zweiten, am zweiten Motiv versuchen. Genau. Als nächstes habe ich hier Whimsy Girls Christmas Coloring Book. Und hier kann ich mal von hinten anfangen zu blättern, denn hier kann ich euch direkt einmal zeigen, dass ich es schon mal versucht habe mit einem ihrer süßen Mädels. Das hier ist ein Weihnachtsengel und ja, ich habe mich hier seit langer, langer, langer Zeit mal wieder an Alkoholmarkern versucht. Und zwar habe ich hier die Chamäleon-Marker verwendet. Und ich muss sagen, ich finde es ganz schön schwierig. Also da muss ich definitiv noch mehr üben, auch wenn es Spaß gemacht hat und man natürlich recht zügig vorankommt. Ja, das ist einmal ein Exkurs in meine Coloring-Aktivität. Hier noch ein paar Christmas angehauchte, süße, hübsche Mädchen. Auch sehr niedlich. So, dann habe ich hier Mermaids, Fairies and Other Girls of Whimsy. Ja, und die Titel, die sind halt relativ eindeutig, ne? Also da weiß man schon, was einen so erwartet, wenn man das mal aufklappt. Und last but not least, Sweet and Simple Whimsy Girls. Wobei simple finde ich immer relativ. Nur weil die Motive oder die Mädels sehr großflächig dargestellt werden, finde ich es nicht wirklich einfach. Denn gerade was Gesichter angeht und wenn sie so groß sind, habe ich meine noch mehr Probleme, sie vernünftig zu gestalten, weil ich halt die Wangenpartie und die Lichtreflexe im Gesicht besonders schön ausarbeiten möchte. Aber das ist mein persönlicher Eindruck. Und als nächstes habe ich hier ein wahnsinnig schönes Malbuch. Und zwar ist es das zweite Malbuch von Momo Girl. Und es ist Girls with Music. Und ja, ich finde, sie ist eine Ausnahme
also was heißt eine Ausnahme, ist ja Quatsch, aber eine sehr, sehr talentierte und fantastische Künstlerin, ne? Also hier zum Anfang findet man ein paar Bilder von ihr komplett gestaltet, also illustriert, koloriert. Richtig, richtig toll. Und hier findet man Motive, die halt von Instagram-Followern koloriert worden sind. Und ich finde es einfach sagenhaft, was da die Leute aus diesen Motiven machen. Ne? Es ist echt phänomenal, traumhaft schön. So, und jetzt blätter ich hier mal ein paar Seiten für euch durch, damit ihr euch da einen Eindruck machen könnt, wenn ihr nicht sowieso schon eingefleischte Momo-Girl-Fans seid. Diese leicht anschattierten Stellen in den Gesichtern, finde ich, macht es dann wieder ein bisschen einfacher, ne? Trau ich mich dann wieder eher mal daran, weil man so eine kleine Hilfestellung bekommt. Aber es ist auch nicht zu stark. Sehr, sehr interessant. Hier findet man nochmal die doppelseitigen Bilder auf etwas kleiner auf einer Seite und einseitig bedruckt. Sensationell, also wirklich höchst beeindruckend. Und jetzt habe ich noch zwei französische Disney-Malbücher für euch. Also sie sind aus dem Hause Hachette. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Disney Princesses. Und ich zeige euch jetzt erstmal dieses schöne lilane Buch. Was ich an diesen Malbüchern besonders toll finde, ist natürlich, einerseits ist es auch wieder relativ dickes Papier. Und ich finde es toll, dass diese Disney-Figuren, manchmal hat man das ja so, dass die Disney-Mädels und auch die Disney-Tiere mit Mustern irgendwie verschlimmbessert finden werden. Ne? Also, dass sie schon vorgegeben irgendwelche Mustern in den Kleidern haben. Und das mag ich nicht so gern. Und hier sind sie halt einfach wirklich so, wie Disney sie gezeichnet hat. Und das finde ich toll. Ich finde es auch toll, dass es teilweise einen angedeuteten Hintergrund gibt, aber auch teilweise einen Vollhintergrund. Und teilweise sind sie halt komplett blanko, die Motive. Es ist echt, finde ich, es bietet Abwechslung und wird mir sehr viel Freude machen. Und dann habe ich hier nochmal dieses Malbuch Ball Royal. Also hier sind die ganzen Disney-Mädels in ihren Ballkleidern und aufgeputzt. Es gibt unzählig viele Malbücher aus dieser Serie, habe ich mittlerweile festgestellt. Ein paar werde ich euch noch zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. Aber hier für heute erstmal diese beiden wunderschönen Malbücher. Und als allerletztes habe ich hier nochmal ein Buch, das weniger ein Malbuch ist, sondern mehr ein, ja, Buch, um zeichnen zu lernen. Ne? Das ist The Magic of Lines. Und es ist von Yoyi, wenn ich es so einigermaßen richtig ausspreche. Und ja, ich gestehe, ich habe es ein bisschen verkannt, als ich es bestellt habe. Ich habe es beim Bestellen nicht registriert, dass es mehr ein Malbuch ist, um zeichnen zu lernen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch nicht vorenthalten, weil gerade diese ersten Motive hier, bevor ein neues Kapitel beginnt, super schön sind und es ist in verschiedenen Kapiteln aufgeteilt. Es geht in der ersten Step geht es um Blumen und Pflanzen. Dann ist der nächste
Das nächste Kapitel sind Tiere. Ich gucke gerade mal, ob das alles Vögel sind. Nee, also alles an Tiere hier, süße Mieze, Katze, nochmal Vögel. Richtig cool. Genau, und im dritten Teil geht es dann halt auch wieder um Anime- und Manga-Figuren. Sehr detailliert ausgearbeitet. Wunderschön. Genau. Hier sind dann noch mal reine Motive. Also hier kann man auch durchaus selbst kolorieren. Also ja, ich weiß nicht, mich hat sie irgendwie trotzdem angesprochen, obwohl halt wie gesagt, es sich mehr ums Zeichnen selbst dreht, aber ich bin nicht abgeneigt, hier auch mal die farbigen Stifte schwingen zu lassen. Das Buch ist unfassbar schwer, es ist auch super, super dick. Ja, ich hoffe, das war es erstmal für heute wieder. Ich hoffe, euch hat die neue Coloring Book Collection gefallen. Ich konnte euch wieder ein paar Anregungen mit auf den Weg geben. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr so macht. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.